Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Let's Explore Space Engine oder Let's Explore the Universe. Und zwar bin ich ein bisschen herumgeflogen in den Untiefen dieses Weltalls, um euch neue Systeme und Planeten zu zeigen. Wenn ihr Vorschläge habt, was wir als nächstes erkunden wollen, dann schreibt es aber bitte in die Kommentare, damit ich wieder weiß, wonach ich suchen kann. Aber jetzt habe ich euch erstmal noch etwas rausgesucht, was wirklich selten ist. Und dazu zeige ich euch erstmal hier diesen Planeten. Wo meint ihr wohl liegt dieser Planet? Wir können uns mal anschauen, wie er auf der Oberfläche aussieht. Aber es würde mir auch stark wundern, wenn er allzu viel Oberflächenstrukturen hätte, vor allem da es ja anscheinend ein Gasgigant ist. So. Mal sehen, was hat er denn für eine Masse? Schauen wir einfach mal. Oh, das sieht nach Sonnenmassen aus, wenn man mich fragt. Ich glaube, es sind 0,37 Sonnenmassen, oder? Nee, da wäre ja schon fast eine Sonne. Da wäre ja schon kurz davor, zu einer Sonne zu kollabieren. Hm? Wer weiß. Aber gut. Wo denkt ihr denn, dass wir sind? Denkt ihr, das ist die Milchstraße? Ja, sieht schon wundervoll aus. Wieder ein klassischer Ring. Aber... jetzt zeige ich euch nochmal. Ist das wirklich die Milchstraße? Wenn wir von dieser Sonne mal ein bisschen weggehen, wird uns das gleich beantwortet werden. So. Jetzt sind wir hier bei dieser Galaxie. Die Frage der Fragen ist jetzt auch. Jedoch, ist das wirklich die Milchstraße? So, wer von euch ist jetzt der Experte? Kannst du mir sagen. Ich denke mal, die meisten können es mittlerweile schon sagen. Das ist natürlich nicht die Milchstraße. Das ist eine Galaxie, ganz weit weg von der Milchstraße sogar. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie weit weg. Weil wir sehr, sehr viel gereist sind, bevor wir hier ankamen. Aber es ist eine weit, weit entfernte. Und nur damit ihr seht, dass man sogar hier noch so viele interessante Sachen entdecken kann. Wollte ich euch mal diesen Planeten hier zeigen. Jetzt wollen wir doch noch mal eine kleine Runde über diesen Gaswolken schweben. Huch. Irgendwie sause ich da gern durch. Schieße ich über mein Ziel hinaus. Und den Orbit auch wieder verlassen. Jetzt sehen wir hier schon lauter kleine... sieht aus wie Zwergplaneten, die rumkreisen. Das sind aber eher Monde. Gucken wir noch mal, was diese Monde hier sozusagen haben. Der hier hat beispielsweise einen Durchmesser von 60.000 Kilometern. Wow, das ist aber echt fett. Nee, 60 Kilometer. Ja. Ich dachte mir schon, das wäre ja doch ein bisschen viel. Wenn er denn einen Durchmesser von 60.000 Kilometern hat, das wäre sonnendurchmessermäßig. Oh, wir schießen voll mit Kanne durch den eigentlichen Planeten. Keine Angst. Das wird nicht wieder einfach eine stumpfe Erkundungstour, wo ich ein paar Asteroiden wie den hier abfliege und dann sage, oh ja, der ist ganz nett, aber irgendwie ein bisschen langweilig, oder gehe ich zum nächsten und sage wieder, wenn ich ihn erreicht habe, was irgendwie ziemlich lang dauert, wenn man so nah dran ist, dann kann ich ihm wieder sagen, ja, der ist sogar etwas ründlicher, heißt, er ist schon am Übergang vom Planeten zum, vom Mond zum Planeten, Zwergplaneten, aber so ziemlich krumm. Da können wir mal auf den Planeten gehen. Ne, auf den Mond. Ich vergesse immer, dass das Mond ist. Der wirklich schon sozusagen als Zwergplanet gelten würde. So. Schaut euch das an. Und jetzt können wir hier gleich mal gucken, was hat das mit dem auf sich? Ui, ja. Der sieht auch faszinierend aus. Eine heiße Wüste. Die Wüste scheint wirklich heiß zu sein. Und es sind 23 Grad. Und ein Schmock. Also ich würde mich jetzt echt interessieren, was das jetzt für eine Brühe da ist, die in dieser Atmosphäre schwebt. Aber gut. Wir könnten jetzt hier natürlich länger so weitermachen. Da eine heiße Wüste nach dem anderen durchgehen. Interessant ist auch, dass die so ganz stumpfe Namen haben. 1D1, 1D2, 1D6, 1D1, 1D2.
nichts weiter. Das ist schon interessant, die ganz kleinen haben so, so ein D in der Mitte. So. Hier bist du ein mit 10.000. Das ist schon mal ein ziemlich großer. Wir haben Mini-Binis. Aber eine riesige Menge haben wir davon. Ja, heilige Scheiße. Oh, das sind ordentlich Planetenmonde. Aber es gibt ja noch mehr. Das ist jetzt nicht der Grund, warum ich euch dieses Sonnensystem vorgestellt habe. Was könnte das sein? Schauen wir doch mal erstmal zu unserer Sonne, was das denn für ein Mörderteil ist. Ich meine, man sieht natürlich schon viel von hier aus, dass dieser rote Hypergigant echt fett ist. Ja, von dem her kommen wir mal ein bisschen näher. Gucken wir uns genau an, wie dick das Ding eigentlich ist. Dabei können wir erstmal wieder den Durchmesser anschauen. Und wie gibt's den? Nee, ich sehe jetzt doch hier. Durchmesser. Uiuiui. Was? 13,7 AU. Okay, 13,7 AU, das ist schon echt fett. Das ist halt ein roter Hypergigant, ne? Das ist ganz interessant. Haben wir hier Oberflächentemperatur? Das wäre interessant zu wissen, da würde ich euch nämlich gerne was zeigen. Temperatur 3000 Grad. Ja, stimmt sogar. Könnte sogar noch niedriger sein, aber wisst ihr, warum das Ding jetzt so eine Oberflächentemperatur von 3000 Grad hat und nicht viel heißer, obwohl es so fett ist? Das ist recht interessant. Es ist nämlich gerade, weil es so fett ist. Weil es so fett ist, ist es nämlich so, dass es nach außen hin schon wieder einfach abkühlt. Dass es gar nicht mehr so heiß ist wie in der Mitte. Das ist immer interessant, oder? So. Aber, schalte ich mal die Orbits an. Wir uns doch mal die Orbits ein bisschen genauer an. So. Hier scheint alles. Was war denn da? Das sieht interessant aus. So. Das ist interessant. So, die Orbits. Ja, jetzt weiß ich, was das ist. Da habe ich mich schon gewundert. Nämlich eigentlich sollten die Orbits nicht so perfekt sein. Denn wir haben hier noch einen kleinen weiteren Orbit, aber was ist denn das? Das ist ein Asteroid. Scheint gerade hier zu sein, denke ich mal. Da bin ich ganz sicher. Oh, jetzt sieht man schon oben. Ja, das ist nämlich das Besondere, was ich euch heute zeigen wollte. Ein schwarzes Loch. Puh, also es ist ja wirklich schon kurz davor, dass es da reinfliegt. Moment, mein Arbeitsspeicher ist ein bisschen ausgelastet. Okay, hat sich nur über nichts aufgeregt. Jetzt gucken wir mal. So soll ich das Ding doch ein bisschen bevor... Da sind wir wieder. Ich weiß nicht, bis wie weit hin ihr das jetzt mitverfolgen konntet. Doch irgendwie hat dem Spiel wahrscheinlich nicht so getaugt, dass das schwarze Loch gerade in den roten Hypergiganten geflogen ist. Von dem her ist es direkt so hart gecrashed, dass ich erstmal 3 Minuten gebraucht habe, bis ich irgendwie den Taskmanager öffnen konnte. Keine Ahnung. Aber... Das wäre ja nicht wir, wenn wir nicht einfach wieder hinfliegen würden, ne? Genau. Das blöde Raster brauche ich echt nicht. Jetzt sehen wir hier, wir sind jetzt vom Schwarzen noch wie viel Gigalichtjahre entfernt? Warte, ich muss erstmal die ganzen Ziffern zählen. So, schaut mal hier. Also. Was zum Tera-Lichtjahre? Peter-Lichtjahre, was? Kommt nach Peter. Es sind echt so zu viele Gigalichtjahre. Können wir da jemals hinkommen? Können wir da jemals hinkommen? Gucken wir mal. Oh wow. Scheiße, die Distanz wird ja noch größer. Damn boy. Sieht das nicht schön verwirrend aus mit diesem Vektor? Es ist, als wäre unser ganzes Sichtfeld irgendwo hingeknüpft. Hey, schau mal, jetzt bewegt sich sogar was. Aber sind wir mal ehrlich. Keiner von uns hat jetzt Zeit. Naja, auch wenn wir Megalichtjahre fliegen, ja, das ist dann 300 pro Sekunde.
also 0,3 pro Sekunde. Das will ich jetzt nicht hochrechnen. Das war etwas traurig, aber wir wollten es ja eh sehen. Von dem her, schauen wir doch einfach mal, was unser tolles schwarzes Loch hier zu bieten hat. Und keine Angst vor, das könnte schon ein bisschen dauern. Das hat uns echt anscheinend aus der Existenz katapultiert, dass wir gerade da rumgeflogen sind. Hallo. Mama. Ui. Und jetzt haben wir's. Mein Gott. Schwarzes Loch. Ich will nicht diesen dämlichen Vektor da drauf haben, danke. So. Aber jetzt wollen wir doch mal uns nicht so leicht machen. Deswegen versuchen wir es doch mal, das zu finden. Von der Sonne aus. Okay, also wir wissen, die Sonne ist hier, das schwarze Loch ist irgendwo hier. So, jetzt einfach ein kleines Projekt. Werde die Folge nicht allzu lang machen. Ich wollte euch nochmal dieses geile schwarze Loch zeigen. Ich versuche nicht auf die Distanz zu schauen. Das ist wirklich einfach nur... Oh, ich glaube, ich bin schon ein bisschen darüber hinausgeschossen, ja. Heilig ist gelogen. Und das soll man jetzt finden. Hätte ich wenigstens die Pfeile. Hätte ich schon wenigstens die Pfeile. Ja gut, ich mach meinen Vorteil an. Ach. Hier wäre es gewesen. Okay. Okay, dann muss ich es schauen. Finde ich es jetzt? Auf absteigen, ja so. Nee, ich muss aufsteigen, um es zu finden. Jetzt da, jetzt da muss irgendwo sein hier. Komm schon, komm schon. Ich mach das hier nur, damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie verfickt schwer es eigentlich ist, das Ding zu finden. Muss jetzt irgendwo sein. Geht wohl. Und jetzt lösen wir mal auf, oder? Komm. Will jetzt auch nicht so nah. Und es war die ganze Zeit hinter mir? So ein Mieses. Huch. Das hat es jetzt nicht komplett gleich meine Sicht hier aufgedrillt, so wie gerade eben. Aber vielleicht fragt ihr euch jetzt, was ist denn da eigentlich los? Was geht denn hier eigentlich ab? Das ist nämlich die visuelle oder die Photonendistortion. Die Photonenverschiebung um das schwarze Loch durch die extreme Gravitationskraft. Und ich meine, ihr habt es vielleicht schon selber gelesen, aber extrem ist extrem. Dann schaut ihr euch hier die Gravity an. Unendlich. Ja. Das ist natürlich nicht wirklich unendlich im echten Universum, sondern einfach nur so krass hoch, dass man es fast nicht mehr darstellen kann, aber... Jetzt gucken wir nochmal. Und jetzt seht ihr hier schon. Versuchen wir es mal zu analysieren. Also, hier hinten kommt es rein. Und hier ganz außen ist ja noch logisch, was passiert. Das ist dann hier wie so ein Trichter, ganz außen rum, der sich sozusagen zusammenschiebt und genau hier immer kleiner werdend in unser Auge reingeht. So, und ab dann wird es invertiert. Da gibt es hier diese eine Linie, wo es, glaube ich, dann eher zusammengepresst wird, alle viele Lichter, die ankommen. Das ist das, wo wir jetzt so langgestreckt sehen. Das ist wahrscheinlich eher zusammengepresst dann. Bis es dann zur Invertierung übergeht. Und wenn wir es jetzt richtig anstellen, genau, genau, ich sehe es jetzt hier schon. Dieser rote Punkt hier, wenn wir jetzt näher rangehen, der sollte hier den da darstellen, weil er ist genau gegenüber, ist eben invertiert. Und jetzt können wir uns mal anschauen, was hier passiert, wenn ich immer weiter rausgehe. Ja, die Punkte sind exakt invertiert, wie ihr seht. Und hättet ihr gedacht, dass der eigentlich die ganze Zeit hier war? Und das ist ein bisschen so, wie wenn man eine Wurzel zieht, ja? Man kriegt zwei Variablen raus.
Aber die sind beide komplett anders als in der Realität. Jetzt gehen wir nochmal mit drüber im Schwarzen und schauen, was passiert. Dafür muss ich ein bisschen so hochfliegen. Und jetzt gibt es nämlich hier und hier. Auf einmal ist der Stern an zwei Stellen. So. Das werden die ersten zwei Effekte, aber was passiert, wenn man Dinge von außen nach innen verschiebt. So. Und jetzt, jetzt wird es nämlich erst richtig schwer. Jetzt wird allein schon durch den Winkel, von dem wir das betrachten, alles verschoben innen drin. Aber, naja. Ich meine, schaut euch das mal an. Da bin nicht mal mehr ich imstande, euch zu sagen, woher diese ganze Verschiebung jetzt kommt. Also ich meine, das ist ja klar. Das ist einfach nur eine Gravitationskraft ist, die auf einen dreidimensionalen Raum sich auswirkt, wo ein, naja, minimale dreidimensionale Teilchen rumfliegen. Ist ja eigentlich noch recht einfach, aber hier kann ich es mir auch erklären. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 verschiedene Punkte sind ein oder zwei verschiedene Sterne. Das sind nicht 14, das sind nicht 7 und das sind auch nicht 3, das sind 2 höchstens. Wenn wir jetzt Roller die komplett aus den Augen verlieren, eigentlich wollte ich sagen, wenn wir das jetzt genauer finden können, was ist denn das? Blue Main Sequence Star. Ne? Hoppa. Upsa. Ja, das Schlimmste ist, bei den Dingern muss man extrem vorsichtig sein auch noch. Weil das Ding hat gerade mal einen Durchmesser von einem Planeten, ja. Naja, das ist schon ein krasser Durchmesser, ja. Aber also für ein schwarzes Loch ist es fett. Ein schwarzes Loch kann 50 Kilometer Durchmesser haben und es hat mehr Anziehungskraft als die Sonne. Das hat 60.000 Kilometer Durchmesser. Ihr könnt euch vorstellen, wie viel das hat. Und jetzt schaut das Interessanteste, oder schaut das Interessanteste. Hier fangen jetzt mal an, meine ganzen Zahlen zu spinnen. Habt ihr euch nicht gefragt, was eigentlich passiert, wenn so ein schwarzes Loch eine kleine Reise unternimmt? Deswegen kommen wir dem jetzt mal näher. Und jetzt bei 170.000 Kilometer würde wahrscheinlich schon jedem einzelnen Raumfahrer alles in alle Gliedmaßen zerfetzt werden. Aber unser Raumschiff ist theoretisch nicht praktisch, das hält noch zusammen. So, und jetzt sind wir eigentlich schon so nah an der Oberfläche. Ihr seht schon, also die Photonen schießen nur so auf uns rein. Ich würde es nochmal interessieren. Was passiert jetzt eigentlich, wenn wir hier... Huch, ganz zu niedrig. Etwas die Zeit erhöht. Holla. Ups. Da fliegen wohl ein paar Sterne rein. Oder? Das geht hier ab. Holla. Ist die abgefahren? Also was passiert denn hier? Oh. Das ist die Sonne. Das ist also anscheinend eine Reflexion der Sonne gewesen. Na gut, können wir die Zeit auch wieder runterstellen. Genau, also zurück. Und wieder runter. Schön. Das können wir bei unserer gewohnten normalen Zeit. Und dann in unserer gewohnten normalen Zeit alle Systeme abzuschalten. Und wir in den Tester da einfach in den Void zu driften. Jetzt sind wir so verdammt nah dran, so verdammt nah. Ich kann die Singularität förmlich spüren. Oh, da hat es uns reingehauen. Fuck. Leute, Singularität, sie nimmt uns auf. Nein! Oh. Oh. Oh je, je. Ein kleiner Schleuderparcours. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben mit der Gravitationsachse das schwarze Loch wieder verlassen können. Wow. Beautiful. Magnificent. Wonderful. So. Jetzt seht ihr hier nochmal schön, warum zum Geier eigentlich das so verspult ist, was ich vorhin gemeint habe. Wo ist jetzt hier die echte Sonne, hä? Huh? Ja. Ein paar Teile von der echten Sonne hat sich das schwarze Loch die etwa geklaut. Das ist mal eine schöne Verzerrung. Hier sieht man das ganz cool. Ein schwarzes Loch, halbwegs von einer Sonne absorbiert. Aber niemals vollständig. Ihr müsst euch das mal vorstellen, hier geht es nur noch ein Stück Kreis, wo die von der Sonne reflektiert wird. Der kommt dann hier oben an
Zack. Kriegt der schöne 90 Grad Rebende rein und fliegt uns dann in die Augen. Und das ist schon ein faszinierendes schwarzes Loch. Ihr müsst euch das mal anschauen, wie das einfach alles verzerrt. Puh. So. Jetzt wäre die Frage. Holla. Wollt ihr noch ein bisschen Zeit verbringen, dieses schwarze Loch zu betrachten? Oder sagt ihr, soll lieber einfach weiter erkunden? Das würde ich jetzt gern von euch wissen. Denn wir machen dann in der nächsten Folge entsprechend weiter. Schwarze Loch war auf jeden Fall schon interessant, ohne Ende. Und fast wären wir noch gecrashed in der Singularität, von dem her. Bevor das Ganze in der Singularität endet, wollen wir vielleicht doch noch mal ein paar andere Sachen in diesem Universum erkunden. Oder ist das Leben etwa doch irrelevant? Und die Zeit... So, ihr müsst jetzt entscheiden, wie geht es weiter? Hören wir auf? Oder erkunden wir weiter dieses Universum? Ich hoffe natürlich zweiteres, aber wir werden sehen. So, da würde ich mal sagen, bis dann. Und wir sehen uns bei der nächsten Erkundungsreise. Auf Wieder Weltraum fliegen.